Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in einem unendlichen Welt des Weltalls. Ich glaube, so spät war ich noch nie dran. Der Anu ist leider krank, gute Besserung an der Stelle. Und deswegen konnten wir es nicht gemeinsam aufnehmen. Und ich habe auch am Wochenende fast überhaupt keine Zeit gehabt und komme jetzt erst am Montag dazu. Aber nichtsdestotrotz, wir werden uns trotzdem das Event anschauen. 1:26 läuft es noch, Stand jetzt, outside the box. Und wir haben diese Belohnungen dabei. All-in-One-O-Sekunden, Mensch, Föderationssternflotte, Athlet, Duelland, Spieler brutal und clever. Mit Security und Command. Verstärkt Angriff um 6 nach 6. Keine Sammlung. Dann haben wir den Pink, Halunke, clever, einfallsreich, Schurke, brutal. Mit diesen Werten. Schiffsfähigkeit verursacht sofort 200% Schaden, aber erst nach 10 Sekunden. Und eine Sammlung. Auf der rechten Seite ein neuer Grüner, den nicht verpassen. Ensign Bäumler, Föderation, Sternflotte, Mensch, verzweifelt. Mit den Werten. Schiffsfähigkeit und zwei Sammlungen. Weiter unten natürlich nochmal die Bäumler-Tage mit dem Faced-Bäumler, Föderation, Sternflotte, Mensch, verzweifelt und inspiriert. Diese Werte, Schiffsfähigkeit und zwei Sammlungen. Zum letzten Mal bei 25.000, diesmal der ungehorsame Seemann, Föderation, Sternflotte, Mensch, verzweifelt, Querdenker, Schmuggler und Halunke mit Diplo und Command über 1.000. Angriff und Ausweichchance und keine Sammlung. Genau. Da unten gibt es nichts mehr, außer ein Package natürlich. Community-Belohnung gibt es auch. Immer praktisch, wenn es da noch ein Package gibt. Und wenn man einen lilanen wegfrieren kann, der sieht eh schon sehr erfroren aus, da werden wir nochmal dazu mithelfen. Gut, was haben wir sonst? Wie das Ereignis zur Wochenmitte, das ist ganz spannend, mit 18 Arena-Kämpfen, 20 Shuttle-Missionen, 45 Herausforderungsmissionen und 400 Chronitonen, krass, noch nie da gewesen, extrem, bahnbrechend, sag ich mal. Dann Joyride, muss ich gleich an Roxette denken, ein wunderschönes Lied, geile Band. Joyride, ein Skirmish-Event. Und wir schauen uns mal die Belohnungen an. Wir haben hier den Agibus Sentinel Computer. Interessant, da ist er, glaube ich, der Einzige. Ja, okay. Brutal, clever, verzweifelt, Gefangener, einfallsreich, Halunke und Schurke. Mit Engineering und Diplo. Über 1100, das Zweitwert ist stark. Und Engineering über 1300. Wir sehen halt echt immer besser werdende Leute. Engineering Deep Blue Combo ist auch eine ganz coole. Mit verursacht sofort 400% Damage ist nice. Leider erst nach 8 Sekunden und leider nur wenn in Position. Das heißt, ihr müsst ein Schiff haben, das dieses Symbol hier hat, das so aussieht, als würde man in eine Tür reingehen. Genau. Entschuldigung, ist nicht in Position, das ist das andere, das ist das Boarding, glaube ich. Genau, wo sie aufs Schiff eindringen quasi. Also wenn ihr dieses Boarding habt, dann könnt ihr die Crew verwenden. Wir haben zwei Sammlungen, originell und Zeichentrick. Dann haben wir den LaForge Segelschiff, Mensch, Föderation, Sternflotte, Kybernetika, Forscher, kostümiert und Erfinder. Diese Werte, ziemlich schlecht, aber hat ja auch noch dicke Schatten mit drei Sammlungen. Auf der rechten Seite diesmal kein neuer, weil das Mega-Event von Lower Decks vorbei ist. Wir haben den Jordi LaForge, Mensch, Sternflotte, Pilot, Föderation, Erfinder und Kybernetiker. Die Werte, die Schiffsfähigkeit und zwei Sammlungen. Wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir ein Schiffchen, das gibt es aber schon. Das ist nicht neu. Ja, hier ist neu. Lieutenant Commander Ron Dosant, Mensch, Sternflotte, Föderation, verzweifelt und Halunke. Die Werte, Schiffsfähigkeit nach 6 Sekunden und Sammlung mit Zeichentrick. Ein neues Schiffchen haben wir auch, nämlich die USS Vancouver.
Zusätzlich gibt es noch Captain Proton Baupläne. Captain Proton Schiff kann man ganz gut fliegen. In der Arena sehe ich immer wieder welche, die das fliegen und die auch ganz gut dabei sind, die schön Damage raushauen. Ich selber habe es mal probiert, aber ich habe es nicht so wirklich zum Laufen bekommen im Vergleich zu meiner Takara Crichton zum Beispiel oder zum Artefakt. Und deswegen bin ich da wieder ein bisschen von der Proton abgegangen, aber grundsätzlich kein schlechtes Schiff. Dann haben wir da natürlich ihn noch einmal und bei 350.000 endet es dann wieder ein Skirmish-Event mit einem neuen Schiffchen. Dann, was haben wir sonst noch? Genau hier die Fleet Boss Battles, die sind gerade down. Da können wir gerade nichts machen, weil hier eine, ich glaube, einwöchige Pause ist, damit sie die Fleet Boss Battles ein bisschen fixen, ein bisschen verbessern. Mal schauen, ob das ausreicht. Habe ich da sehr intensiv unterhalten vor ein, zwei Wochen mit einem Gildenkollegen und wir sind da auf einige interessante Kniffe gekommen oder auf einiges, wo wir uns denken, das wäre cool, wenn sich das Spiel in die Richtung entwickelt. Vielleicht mache ich da dann noch ein separates Video, hauptsächlich betreffend den Fleet Boss Battles und wir werden uns gleich in den Nachrichten anschauen, ob sie ein bisschen in diese Richtung gehen. So, Davosel, genau, das ist auch neu. Es gibt einen neuen Davosel, eine neue Art von Davosel, denn normalerweise, schauen wir gleich mal rein, gehen wir ins Zeitportal und ballern mal ganz nach hinten, Davorat. Normalerweise kostet das Ganze ja Credits und danach die Lithium und diesmal kostet es Ehre. Das heißt, alles, was man dreht, kostet Ehre. Mach es einmal zum Herzeigen. Geil, letztere Item, hervorragend. Hat mir wirklich einen Dämpfer gegeben. Genau, das ist die Geschichte. Machen wir es noch einmal. Kaufbestätigung für 1000 Euro. Okay, jetzt kommt eine Frage. Es kommt eine Rückmeldung, ob das wirklich okay ist. Sarus-Uniform, herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau, das ist die neue Art von Davorat, aber nur für eine gewisse Zeit. Ich denke mal, sie wollen einfach einen Ehre-Sale raushauen. Wahrscheinlich. Sie wollen, dass man so ein bisschen Ehre verfeuert und danach kommt wieder ein ganz fettes Ehre-Angebot um die Ecke. Und dann gibt es den Ehre-Sale und die Leute werden sich wieder denken, verdammt, warum habe ich keine Ehre mehr? So wie sie es ganz gern machen, wie sie es zum Beispiel auch gemacht haben mit der IKS Porters, die rausgehauen für Fettehre. Ein paar Leute haben es gekauft und dann stehen sie da und denken sich, ups, jetzt gibt es ein Ehre-Sale und ich habe keine Ehre. Muss dann natürlich teuer zulangen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir das bald sehen werden. Da haben wir die Kosten. Ein bisschen haben wir es eh gesehen. 152, 557 und 1000 haben wir gesehen. Und dann wird es natürlich immer, immer teurer. 20.000 hier am Ende noch einmal. Wir haben es uns auch durchgerechnet. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Waren es 40.000 oder so, die man ausgeben muss? Ne, müssten auch mehr sein. Ja, die man ausgeben muss, um dann garantiert diesen Goldenen zu bekommen. Ob es das wert ist, muss jeder selber wissen, kommt wahrscheinlich auch auf den Goldenen drauf an. Ich würde sagen, ich gehe eher all in, wenn ein gescheiter Goldener dabei ist, also nicht Addierer, und wenn zum Beispiel noch ein Artefakt-Bauplan dabei wäre oder irgendein anderes Schiff, was ich gerne noch hochleveln würde. Zurück zu den Nachrichten. Event starting soon, da ist sonst nichts Spannendes dabei, holen wir uns ab. Fleet Boss Battle Downtime. Genau. Wir können dann keine neuen Fleet Boss Battles mehr starten, jetzt aktuell, weil es eben diese Downtime gibt bis zum 6. September. Mit einigen Improvements. Trades sind jetzt richtig ausgegraut, also nicht mehr wie vorher, dass sie aus Versehen vielleicht ausgegraut waren. Threshold Reward
ist auch gut. Jeder, der teilnimmt, kriegt auch eine Belohnung, denn es war ja oft so, dass gibt ja zwei Varianten, wie man spielen kann, sage ich mal. Die eine Variante ist, sich die Trades anzuschauen. Können wir jetzt, wie gesagt, nicht sehen. Aber diese Trades helfen ja auch, den Boss runterzukriegen in seinen Lebenspunkten. Und da sind viele dabei, das rauszusuchen und zu schauen, welche Eigenschaften denn vonnöten sind. Und andere machen einfach mit ihrer besten Crew Damage. Und die, die sich das raussuchen und die Mühe machen, die haben meistens gar nichts davon, weil man macht halt recht wenig Damage, wenn man jetzt zum Beispiel alle Einsteine-Leute durchsucht, ob da die passende Kombination dabei ist. Dann macht man halt kein Damage beim, also sich Nightmare-Boss. Und deswegen finde ich es durchaus clever, dass auch die mehr davon bekommen und sobald sie teilnehmen, schon eine Belohnung bekommen. Weil sonst wird das irgendwann keiner mehr machen, dann kümmert sich irgendwann keiner mehr um diese ganzen Trades und dann war das völlig umsonst. Das ist auch genau das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, als das Feature eingebaut wurde. Eine coole Idee, aber es hakt an allen Ecken und Enden und wenn sie das nicht gefixt kriegen, dann ist das ein Schuss im Ofen, das tolle Feature. Aber dazu vielleicht in dem extra Video. Könnt ihr gerne eure Kommentare auch noch da lassen und eure Meinungen zu Fleet Boss, dann kann ich das ja auch noch einfließen lassen, wenn ich da noch ein extra Video machen sollte. Threshold hat man schon. Experience when selecting crew for a node. Genau. More relevant traits displayed und Introduction of Fleet Wolf. Buff, genau, ein Buff, wenn man diese Kombos schafft. Also, dass man auch ein bisschen Mehrwert davon hat, diese Kombos fertig zu kriegen und zu eruieren, sage ich mal. Passt, okay, alles klar. Lass ich mir mal da die Nachricht hier. Außerdem gab's oder gibt es noch einen Livestream, wer da Bock hat, bei Wicked Realm reinzuschauen. Ja. Und Time Correction, da sind sie glatt nochmal drauf gekommen, dass ich da schon wieder ein Shit fabriziert habe. Schauen wir mal. Am 28. fangen sie an. Ja, September 6. Das sieht ganz gut aus. 8.31, okay. Check jetzt nicht, wo das Problem war, aber vielleicht bei European Time, UTC Time, whatsoever. Gut, dann schauen wir doch gleich mal rein ins Zeitportal. Ich gehe ganz nach vor. Da haben wir die begrenzten Schätze mal wieder. Credits wöchentlich. Shacks. Shacks. Bäumler. Pink. Bäumler. Pink. Außerhalb der Box. Pet-Menschen. Mit PET-Flaschen. Besuch in der Vergangenheit. Verschlagene Damen. Schlaue Klingonen. Hier übrigens wieder. Aufpassen, das kostet 94 Dili. Die beiden kosten 93 Dili. Also laufen eh gleich ab. Aber immer die Preise im Hinterkopf behalten. Auch hier zum Beispiel. Die kosten ja 6,50 Dili. Also nicht alle 3er Packs haben immer denselben Preis. Weddle ist ganz gut, den kann man sehr gut brauchen. Adra ist natürlich sehr praktisch für sämtliche Arena-Kämpfe und Skirmish. Immer sehr gerne dabei. Den Dejaren finde ich auch sehr gut für solche Kämpfe, für Arena zum Beispiel. Gary 7, einer der besten im Spiel. Der Doktor seit neuesten, sage ich jetzt mal, auch dabei bei der Fleet Boss Battles, weil der auch gute Werte hat, gute Fähigkeiten. Und deswegen setzen jetzt viele auf den Zimmerman. Was gibt sonst für 11 Euro? Da die Chronitonen-Bonus, Shuttle-Scheiß, Campaign-Anblick, Premium Merit Reward Basis und Dabo, da haben wir ja gerade reingeschaut. Dann noch die Spezialangebote, genau, den Ripper habe ich bekommen durch die Packages. Das eine Package da aufgemacht, was man bekommen hat für das Event. Da war der Ripper nochmal dabei. Und dann haben wir Blood and Glory mit ein bisschen Ehre.
More to come, tippe ich mal. Können wir vorstellen, dass der Eres in nächster oder übernächste Woche dann bei uns reinschneit. Dann 15 Packages und ein bisschen anderes. Gibt es bessere Varianten des Angebots? Deswegen nö. Und für 28 Euro gibt es ein paar Erwähnungen. Auch das ist eigentlich keiner Erwähnung wert. Mein Shuttle kommt gleich zurück. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, hier das Video zu beenden. Ich sage euch vielen Dank fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne rein in die Kommentare bezüglich der Fleet Boss Battles, ob ihr euch da noch mehr wünscht und wie das bisher so bei euch ankommt, wie weit ihr da flottentechnisch steilt. Würde mich echt sehr mal interessieren. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Star Trek Timelines in den unendlich weites Weltalls. Bis dann. Ciao.